Willkommen zu einer kleinen Folge Clash Royale. Kiste haben wir geöffnet. Da hatte ich ihn hier. Das ist mein Deck. Und falls ihr Deckvorschläge habt, gerne in die Kommentare. So, jetzt geht's aber erstmal los mit, ja, den Klon habe ich auch drinnen. Da hatte ich vorher die Koboldhütte. Da habe ich aber jetzt den Klonzauber. Ich lasse mal beide machen. Warten wir mal. Okay. Ja, dann einfach so. Hopp. Dann den da rein. Der hilft auch immer ein bisschen mit. Genau, dann den da dazu. Und man kann die dann klonen. Jetzt will ich es nicht machen. Koboldhütte habe ich eh jetzt wieder. Ich den Spiegelzauber rausgenommen. Genau. Lassen wir den mal durch. Das muss ich kurz verteidigen. Ich würde sagen, ich gehe dann mal erst auf Verteidigen. Ich werde jetzt ein bisschen Elixier sparen mit der Koboldhütte. Schauen wir mal, was da noch kommt vom Gegner. Bis jetzt nicht allzu viel. Nein. Aber er hat halt sehr gute Karten, die mein Deck kommen kann. Von dem her, wir gucken mal, was ich machen kann. So. Rein da, du kommst darüber. Dann spare ich mal wieder ein bisschen. Dann würde ich... Kriege ich das hin? Ja, ich muss den da dazu setzen. Wenn ich noch was mitnehmen will. Müssen wir das machen. Aber ich komme da halt gegen sein Deck gar nicht an. Ja, der Turm ist mir jetzt egal. Komm ich durch. So. Hopp. Dann so. Guck mal. Ja. So wäre es eigentlich gedacht zu spielen, das Deck. Werden wir dann in einem zweiten Kampf noch einmal probieren. Mal her, ja. Hopp. Aber ich habe halt nichts gegen sein Deck. Ich werde das mal. Ja. Soll er sich die 3 holen? Ist okay. Dann macht er hier noch den. Ja. Gleich mal in den nächsten rein. Ja. Und dann werden wir es jetzt besser machen. Vielleicht das Deck auch. Ja, weiß nicht. Ich werde mal versuchen, die Koboldhütte öfter einzubinden. Aha. Dann mal gehen. Ja. Dann werde ich mal sparen. Genau. Dann, je nach hier hinten. Dann werde ich wieder sparen. Bisschen halt nur. Ja. Dann können wir mal gehen. Hopp, der kommt darüber. Ich hab das in irgendeiner Form. Doch. Bei dem Deck klappt es jetzt besser. Das ist immer je nachdem, was der Gegner spielt. Kann ich den klonen? Ja. Weil der hatte jetzt wenig Elixier. Deswegen komme ich da so gut durch. Genau.
so ist es halt eigentlich gedacht zu spielen. Hopp. Dann habe ich dann den zweiten Turm weg. Der hat halt fast keine Chance, weil er halt immer etwas wenig Elixier hat. Koboldhütte kommen auf die Seite wegen den Skeletten. Nicht, dass sie den Turm überrennen. Du kommst da rein. Ja. Dann kann ich dich ein bisschen aufhalten. Aber auch die Kobolde machen gute Arbeit. Und ich werde nochmal wieder sparen. Zum Verteidigen. Dann kommt her. Hopp, hopp. Noch mehr Strachen. Lea braucht halt jetzt was für die Luft. Ja. Komm mal her. Könnte ich den hier dahin setzen? Den warte noch. Jetzt kommen die von der anderen Seite. Da werde ich mal klonen. Ja. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht, die zu klonen. Aber ich mache schon gut Schaden am Turm. Ob es jetzt die 3 Kronen wären oder nicht, ist ja egal. Am Ende müssen wir halt irgendwie einen Turm mehr haben als der Gegner. Und ich denke, das geht sich auf jeden Fall gut aus. Ja, dann holt er sich halt den einen noch, ist ja egal. Ja. Perfekt. Ja, und übrigens, ich habe noch die Goldtruhe. Da habe ich auch was. Okay. Ja. Dann hier noch was. Ich mache noch einen Kampf. Komm. Einen letzten noch für die Folge. Also, let's go. Dann erstmal den rein. Ja. Erstmal die rein. Wir machen mal so Flächenschaden. Aber ja, kommt halt auch sehr gut durch. Ja. Doch, er kommt relativ gut durch. Bis jetzt halt. Kann ich irgendwie den abwehren, indem man sich dann auf den fokussiert? Leider nicht. Aber er hatte jetzt kein Elixier. Das war schon. Ja. Immerhin ein bisschen Schaden konnte ich machen. Dann habe ich das immer gerne, dass die Hütte halt hinter einem Turm ist. Macht hier jetzt aber keinen Sinn. Machen wir das mal so. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Naja, mach das gleiche noch einmal. Ich setze mal dich hier hin. Ja, versuch's mal so. Und dahin. Er kommt leider relativ gut durch mit der Taktik. Vielleicht kann ich ihn im doppelten Elixier auskontern. Werden wir sehen. Weiß ich noch nicht. Den Turm habe ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich mir nur irgendwie einen Turm von ihm holen. Die Frage ist, welcher? Komm mal dahin. Dahin. Werden wir ja dann gleich sehen, was er macht. Hier setzt die ein, okay. Ja, dann kommt hier der hin, der Elektrodrache, ja. Komm mal her. Macht ihr das? Sehr gut. Sehr gut, dann kann ich eigentlich schon die nächsten Drachen setzen. Ja. Komm. Hopp. Hopp. Komm ich durch damit? Relativ eigentlich. Ja, aber geht eigentlich. Jetzt hätte ich da gerne den Klonzauber drauf. Komm mal her, ja. Bisschen was konnte ich machen. Ich nehme die noch hin. Hopp. Komm. Bitte, bitte.
Mach doch mal ein bisschen Malz. Ja, am Ende reicht es dann leider nicht. Macht aber auch gut dagegen, ne? Ja, vielleicht mit dem Mega-Ritter, dass ich die auskontern hätte können. Gut, Leute, dann danke fürs Ansehen. Hoffe, euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Rutsch.